Giuliano! So ist es. Wie geht es Ihnen, Polpettina? Ah, oh, Giuliano, Popolone, das ist Giuliano, ma ragione, Giuliano, mua, figlio mio, mua, mua. Ah, Madonna, bist du groß geworden. Wo hat dich Amara die ganze Jahre versteckt? Ich bin nach Mamas dritter Scheidung zu meinem zweiten Papa gezogen. Egal. Romeo, erinnerst du dich noch an Giuliano? Ich war damals so klein. Oh, no, ich war damals so klein. Das ist Giuliano und er sieht gut aus. Etwas Schöneres habe ich nie gesehen. Giuliano. Allein der Klang seines Namens mich sofort betört. Romeo, Giuliano, Romeo, Giuliano. Gott, bist du schön. Groß geworden. Und du siehst ja so erwachsen aus. Männlich. Erwachsen. Und schon haben wir uns verabredet zu einem Zeltausflug ins Grüne. Zelten macht hier keinen Spaß, oder? Wie kommst du denn darauf? Voll super hier. Wenn du willst, brechen wir ab und fahren zurück. Zurück? Aus dieser wunderschönen Grunewaldwildnis? Nein. Das ist echt cool hier. Mein Gott, was war das? Das war der Ruf eines jungen Waldkauzes. Cool. Das war der Ruf eines Frosches? Nein, das war der heisere Liebesruf einer verzweifelten Kröte. Das ist ein Handy. Nein, das ist der Ruf einer verzweifelten italienischen Mutter vor Sorge um ihren Sohn. Den Ruf kenne ich. Giuliano? Ciao, Mama. Warum hast du dich nicht schon längst gemeldet, ha? Es geht mir gut, Mama. Und, Tusnelda? Wie geht es ihr? Tusnelda, geht's hervorragend. Warum fährst du mitten in die Wildnis mit dieser Schlampe? Tusnelda, meine Mama lässt dich lieb grüßen. Liebe Grüße, Signora Amara. Pass auf. Und kontrolliere ja die Kondome. Tusnelda grüßt zurück, Mama. Diese billige Putana jubelt dir sonst noch eine Bambino unter. Tusnelda, meine Mama möchte wissen, ob deine Mama immer noch so Probleme mit der Verdauung hat. Nein, niemand in Berlin verdaut so gut wie meine Mama. Die Mama von Tusnelda? Oh, die ist ja noch schlimmer. Ich könnte dir Geschichten erzählen. Es geht Sie ihr haben mir immer die besten Jungs weggesnappt. Es geht ihr hervorragend. Sie verdaut alles. Es kommt nur schwer wieder aus ihr heraus. Es geht ihr gut, Mama. Buonanotte. Gute Nacht. Apropos schlafen. Denk an die Kondome. Zieh am besten gleich zwei auf einmal drüber. Gute Nacht, Mama. Ciao. Wieso sagst du Tusnelda? Tusnelda? Ach, das ist eine alte Freundin. Wir hatten mal was, ist Ewigkeiten her. Sag mal, hey, ich dachte, hey, wir könnten... Das muss dir nicht peinlich sein.
Meine Eltern wären froh, wenn ich bei einer Tusnelda wäre. Um sie zu ärgern, habe ich ihnen erzählt, ich wäre auf einem Kunstseminar. Sie verstehen einfach nicht, dass mein Herz für die Schauspielerei schlägt. Ah, Schauspieler? Aber da verdient man doch nichts. Ja, wer bezahlt denn dafür, dich auf der Bühne zu sehen? Hä? Irgendwann komme ich ganz groß raus. Wann denn? Du bist schon 30. 29. Ja, und wie willst du eine Familie ernähren? Ja, wo bleibt denn da die Sicherheit? Und dein Anspruch auf Rente? Hm. Hört mal, das ist der Plan für mein Leben. Das wollte ich immer. Haben wir jemals in unserem Leben etwas gemacht, was wir wollten? No, niemand. Hasst jemand seinen Beruf so sehr, wie ich meinen? No, niemals. Aber egal, ich gehe arbeiten und zwar Tag für Tag. Ja, und jetzt sieh mich an. Ja, und was hast du jetzt? Na, Sicherheit. Und später Anspruch auf Rente. Oh, beruhige dich, Popolone, denk an deinen Magen. Das ist doch nur eine Phase. Ja, ja, ja. Meine Mama sagt immer, es ist nur eine Phase. Eine Phase. Ganz wie in alten Zeiten, ne? Ja, unsere Zeltausflüge in Mamas Garten. Erinnerst du dich? Ja. Nur du und ich. Wieso hast du dich nie gemeldet? Naja, für mich begann eben eine andere Phase. Pubertät und so. Kenn ich. Gut siehst du aus. Danke, du auch. Danke. Trainierst du? Nein. Bisschen laufen und ein paar Gewichte und so. Und du? Trainierst du? Nee. Ich versuche nur, den Kochkünsten von meiner Mama zu widerstehen. Und das gelingt mir auch meistens. Eher nicht. Also, das Widerstehen meine ich. Das kenne ich. Widerstehen fällt mir auch sehr schwer. Vor allem jetzt gerade. Widerstand ist zwecklos. Und schon waren wir ein Paar. Ein paar Tage später zog Giuliano dann bei mir ein. Ein paar Monate später zog ich bei dir ein. Ich werde nie das Drama meiner Mama vergessen, als ich ihr sagte, dass ich bei dir einziehen will. Jeden Tag, Mama. Oh, hier, nimm diesen Panettone. Damit ich immer was zu essen habe. Und die Paprikaschote? Das ist ein Corno. Gegen die bösen Blicke. Hier, trage die zwei Kastanien immer in deine Hose. Und wenn es immer noch nicht hilft? Dann wendet dieses Hufeisen das Unglück wieder ab.